Willkommen zurück bei einer brandneuen Folge Far Cry 5. Und zwar sind wir jetzt hier. Sie sind hier wieder alle am Rumschreien. Und zwar sind wir jetzt hier im Gefängnis. Stand der Lage ist, ich habe ein bisschen Arcade gespielt. Ich habe mir schon mal den Heli gegönnt. Nee, das habe ich beim letzten Mal schon, ne? Den Heli gegönnt. Ziel ist es jetzt, den Normalheli auch noch zu kaufen. Warte. Ich habe mir noch Autos da gekauft. Damit ja auch alles auf dem neuesten Stand ist hier, ne? Autos, so. Hier habe ich nichts. Dieses Auto habe ich mir gekauft. Dieses möchte ich mir noch kaufen. Da müssen wir zum Hot Springs Hotel. Diesen Schlitten würde ich auch gerne haben. Dann, na, das Quad hatte ich ja schon. Habe ich hier was Neues? Die Fahrzeuge habe ich und ich würde mir noch gerne diesen LKW kaufen. Das machen wir auch gleich mal. Gelb nicht, orange auch nicht, rot. Ich glaube gelb, ne? Gelb, gelb sieht doch geil aus. Heiße Butter. Gelb sieht doch geil aus. Nehmen wir gelb. Leider können wir die nicht mit einer anderen Farbe machen. Das wäre geil. Anpassen. Achso. Gut. Dann haben wir das soweit, ne? Dieses Quad möchte ich gerne noch haben. Ja, und bei den Autos sind wir eigentlich soweit durch, ne? Das Auto shoppt sich natürlich auch noch, aber später. Habe ich was zu verkaufen? Ich habe nichts. Später, 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 später. Was ich jetzt machen will. Was schreit ihr denn so da hinten, Mensch? So, kaufen wir noch ein paar Sachen. Komischerweise. Macht er den Hut immer weg. Genau. Ich würde mir gerne das Outfit freischalten. Wegen dem weißen Hut da oben. Die ist aber auch immer laut, die Musik, ey. Hier würde ich ganz gerne den Schalli raussetzen. Nehmen wir den mal. Ich habe mir das Teil hier gekauft. Den weiß ich gar nicht, wo ich den hier habe. Ach ne, den habe ich gar nicht. Okay, ist alles gut. Das sind natürlich auch alle schöne Waffen, ne? Mal kicken, was man sich dann danach so noch kauft. Das Gewehr hier sieht auch geil aus. Karabiner 308. Ja, wo wir den her haben, weiß ich auch nicht. Das ist ja. Aber irgendwie beim Update oder so bei war, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mit dem gegönnt hier mal. Und ich würde gerne den Bogen hier freischalten. Das ist im Moment der aktuelle Stand. Nein. Oh, meine Waffen alle wieder schön da. Und der Schalli sitzt. Moin. Hoffentlich wolltest du mit diesem Job keine Familie ernähren, Rookie. Wird scheiße bezahlt. Jetzt weißt du ja, was sonst noch so läuft. Normalerweise ist es nicht so schlimm, aber das häuft sich an. Und ich hatte nur noch einen Tag bis zur Rente.
Yes. Ja, so läuft's manchmal. Die Peggys haben hier nichts zu melden, solange du in der Nähe bist. Das ist schön. Hope Country Jail. Uiuiui. Ich würde sagen, wir nehmen uns einen Heli. Und dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Upsala. So. Und zwar würde ich gerne ihn da haben und diesen Peaches. Den hätte ich gerne. Jetzt fahren wir erstmal dahin. Oder fliegen wir erstmal dahin. Das hört sich besser an. So. Geht's jetzt dahin? Schon geil mit dem Teil. Maschinengewehr hat er. Dann hat er. Die hat er dann noch. Und halt noch Köder. Also so eine. So eine Signalfahnen da, ne? Der jetzt irgendwo hinschießt, die ich jetzt nicht sehe. Und die sehen irgendwie. Ich hab grad keine Ahnung, wo die sind. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Was heißt zurück? Hier hin? Huch. Moonflower Trailer Park. Raus hier. Sharky. Da haben wir ihn. Komm hoch. Gut. Charlemagne Victor Beauchamp. Wenn du im Alltag nicht so viel Zeit hast, nenn mich einfach Sharky. Willkommen im Disco Inferno. Mein besonderes Plätzchen, wo ich fern meines Bewährungshelfers oder anderen Zeugen oder Gesetzeshütern wie dir mal ich selbst sein kann. Hier kann ich meinem Drang nach Feuer und Chaos freien Lauf lassen. In einer sicheren Umgebung, ohne Hose und ohne Konsequenzen. Ja, jetzt habe ich eine Hose an. Aber wer weiß, ob das in einer halben oder dreiviertel Stunde auch noch so ist. Ich habe hier ein zuckersüßes Soundsystem, das 110 Dezibel der heißesten Musik rauspustet, die es je gab. Jedes Mal, wenn ich die Anlage aufdrehe, kommen diese scheiß Sekten-Angels angerannt. Ich weiß nicht, ob sie es lieben oder hassen, aber es macht auf jeden Fall Bock, sie einzuschmelzen. Und keine Sorge, diese Angels sind sowieso hirntot. Ich gebe ihnen nur ein Halleluja mit auf den Weg in den Disco-Himmel. Willst du mir helfen? Macht echt Spaß, ich sag's dir. Ich verrate es auch keinem und wir müssen auch nicht unbedingt eine Hose anhaben. Ich sorge für Musik und den Flammenwerfer, um sie tanzen zu lassen. Du bringst dann, was auch immer du parat hast. Lass die Party beginnen. Okay, dann mach mal an hier. Mit deiner Halleluja-Musik. Ja. Geil. Geile Mucke. Das ist noch Musik, Alter. Burn, baby, burn. Scheiße. Yo. Er singt ja schon richtig mit. Mein Traum war, sowas von einem Reifen-Konzert. Wo ist er? Hast du Muni? Oh, da haben wir das Teil ja schon. Bam, geil. Ja,
Scheiße, keine Muni. Huch! Hallo, andere Waffe. Aber ich will die Kiste. Verdammt, ich kann nicht mehr. Ich schalte mal kurz ab, um Luft zu holen. Die Musik läuft doch immer noch. Hallo! Macht schon Spaß! Aber auch ich habe meine Kämpfe! Ich halte mich nur mal durch! Ja gut, ich geh! Scheiße, von hier geht das gar nicht! Ich verbrenne jeden einzelnen von euch! Holy shit! Hallo! Das ist die Maus! Das ist die Maus! Ja, der ist aus. Oh, fuck. Auch wenn die Mucke geil ist, aber die muss aus. Vier Stück muss ich ausschalten. Holy shit. Komm hoch. Der hat gesessen. Scheiße. Ja. Ich will die Piste. Knack. Alter, wie viel halten die denn aus, manchmal? Bams, wenn man die nicht nutzt, dann weiß ich auch nicht. Ja geil, jetzt habe ich da nicht mal mehr für Munition. Lass ihn brennen. Scheiße! Gut, hat nicht so gut funktioniert, aber egal. Das war geil! Wenn nur alle Cops so cool wären wie du, was soll ich sagen? Hüpfchen. Ehrlich, wir beide, das ist pure Chemie. Wir sind ein verdammt geiles Team. Alles klar, mach dein Ding! Ruf mich, wenn du dich das nächste Mal mit den Angels anlegst. Ah, da ist eine Flamme, hä? Hallo, geht's dir gut? Okay. Ich glaube, den nehmen wir mal erstmal mit. Probehalber. Und nehmen ihn noch nicht. Kommst du mit, oder was? Unterwegs ist. Und das klingt doch so, als hätten sie die Auserwählten gerufen. Das Härteste, was die... Die haben wir schon kennengelernt, die Auserwählten. Ihn oder sie? Ich glaube, sie ist die Scharfschütze. ...Sekte zu bieten hat. Sei vorsichtig da draußen. Der Nebel steigt auf. Er lässt einen halluzinieren und wenn man ihn zu lange einatmet... Tja, dann könnte man so enden wie der Marshall. Gut. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nach Peaches.
Den würde ich auch gerne haben. Oh, Doktor. Hallo? Hier. Da ist der Doktor. Ich muss dich mal was fragen, okay? Jetzt nicht für mich oder so. Ich frag nur für... Was wollt ihr sie fragen? Gut. Boah, das sieht ja geil aus. Da wir schon mal hier sind, nehmen wir die Kirche gleich mit. So, Schrein zerstört. Neue Ausrüstung? Das hört sich doch geil an. Huch. Hat er hier die Mega-Stunts, du. Okay, dann gehen wir mal landen. Etwas Hilfe hat auch lange genug gedauert. Diese elenden Dreckskerle haben mein Haus überfallen und wollten meine Peaches ermorden. Jetzt ist sie losgerannt, um Rache zu nehmen. So wie ich sie kenne, wird sie die Sekten-Hippies ordentlich durchkauen. Wahrscheinlich lungert sie auf dem Campingplatz herum. Es riecht nach Achselschweiß und Fertigfleisch, also sind diese Versager von Eden's Gate sicher nicht weit. Jetzt mach schon und finde sie. Und denk dran, Leckerlis mitzunehmen. Sie ist wie diese Drapmentussi vom Yachthafen. Für eine Belohnung folgt sie dir überall hin. Jetzt hol mir mein Kätzchen zurück. Klar. Naja, ich sag ja nur, dass ich froh bin, dass ich noch eine extra Unterhose in der Tasche habe. Ich war halbwegs sauber. Redest hier mit einem Gentleman. Was labert er da? Ich mag keine schönen Tage. Die sorgen nur für jede Menge Smalltalk. Ist doch gut, oder nicht? Ach, da drin! Ja, hier werden wir gesucht. Da fliegt ein Hubschrauber draußen rum. Ah, schön, eine Ente. Dann nehmen wir erstmal alles mit. Geil! Nicht gedacht, dass du der Typ bist, der Sträflinge befreit. Wieso Sträflinge befreit? Hi, Mabel. Jetzt ist es doch passiert. Gestern Nacht ist Nugel im Schlaf gestorben. Ich kann mir mein Haus gar nicht vorstellen, ohne dass dieses große, dumme Baby irgendwo voll rumliegt. Das schlägt ihm fast die Krone aus. Als möglich würde ich Nugel gern bei mir behalten. Ich kann dir seine Lieblingsklettersteine schicken, damit du sie darauf anbringen kannst. Es ist so, wie mein alter Herr immer sagt. Man darf sich eben bloß nicht erwischen lassen. Ich weiß nicht. Ich wünschte, du wärst kurz mal ernsthaft, Sharky. Ich glaube, er dudelt die ganze Zeit weiter. Da oben, das ist doch bestimmt feindlich, oder? Ja, ist es. Der ist platt. Der ist gleich so weit von platt. Leute, rein hier. Ja, geil, dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Peggy-Scheiß. Dreh die Mucke auf. Nicht einer trifft ihn? Ja, das war's mit dem. Okay, da unten. So, gut. Gehen wir mal hin, da.
Kann ich die irgendwie dazu verdonnern, dass die... Ich muss dich mal was fragen, okay? Jetzt nicht für mich oder so. Ich sag nur, mein Gesicht... So. Bestellung kommt! Sharky, am nächsten Kampf... Okay, okay. Nehmen den Hubschrauber. Bist der Boss? Geht nicht? Okay. Dann halt nicht. Okay. Schieben Sie hier um. Ich brauche mehr Überblick. Andere Vorschläge? Yo, das sind Peggy. Hallo? Geil. Hoffe, ich bin leise genug. Egal, ich bin hier. Da ist er. Komm her. Geil. Süßes Tierchen. Immer schön den Weg lang. Immer schön hoch hier. Schwupps. Ja, folgt dem kleinen Leckerli. Fein. Und zum nächsten. Ja, komm hin, der. Geil. Sie dachten, sie hätten diesen Teil des Hope Countys komplett unter Kontrolle. Wir beweisen ihnen das Gegenteil. Geht hier ab, Alter. Cool. Ja, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er jetzt hin? Und da! Hey, mach so gut wie ich! Na komm, wir sind fast da. Scheiße. Okay. Holy moly. Was kommst du ernten? Gar nichts hier. Komm hoch, Kleiner. Matsch. Ah, oh, fuck. Ja, geh mal rein da. Ja, schön gemacht. Ich lebe noch. Moin. Ganz
ehrlich, ich hab nicht geglaubt, dass ich dich wiedersehe. Ich dachte, du wärst nicht der hellste Stern am Himmel, aber da lag ich wohl falsch. Zum Teufel! Warum behältst du die verdammte Katze nicht einfach? Ich war froh, mich die letzten Tage nicht um ihr beharrliches Verlangen nach Futter, Wasser und Aufmerksamkeit kümmern zu müssen. In Ordnung, kannst gehen, wir sind fertig. Geil. Haben wir das auch fertig? Okay. Plus 600. Dir schwirrt sicher der Kopf. So viele Wege zur Auswahl. Was glaubt man, wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Wer labert da? Oder was heißt hier, wer labert da? Wo ist sie? Nein, sie macht auch Mist. Komm mit mir und ich zeige dir den Pfad. Nee, das machen wir nicht heute. Okay, und damit würde ich auch schon sagen, das war's für diese Folge. Und bis zum nächsten Mal bei Far Cry 5. Und übrigens, haut rein, ciao. Wenn du hier drin was Krasses siehst, muss das keine Halluzination sein.